geht's weiter. Und zwar mit dem vierten Talk. Und der Talk hat das Thema, ihr seht es auch, ihr könnt es lesen, Gesundheit und Ernährung. Und wieder zwei, drei Sätze dazu von uns. Es gibt diesen schönen Spruch, du bist, was du isst. Der Satz stammt von dem Philosophen Ludwig Feuerbach. Wir haben es eben gerade gesagt, eigentlich denkt man, damit ist schon alles gesagt. Ich muss einfach nur ein paar Dinge beachten, gut essen und so weiter und schon ist das Riesenproblem gelöst. Aber das ist nicht so. Ich habe mal aufgeschrieben, Fast Food, Fettsucht, Massenüberproduktion auf der einen Seite, Unterernährung, Hungerkatastrophen auf der anderen Seite. Das Thema ist wirklich überdimensional, es ist global, es geht eigentlich alle was an und jeder steckt mit drin. Unsere globale Esskultur, vielleicht kann man das so sagen, ist gehörig aus den Fugen geraten. Sie beschert uns nicht nur Lebensmittelskandale, von denen wir andauernd hören, unfaire Produktions- und Handelsbedingungen und unsägliches Leid für die Tiere, wenn man daran mal denken möchte, sondern führt auch bei vielen Menschen zu einem achtlosen Umgang mit dem Nahrungsmittel an sich. Doch genau das wollen immer mehr Menschen nicht und wollen etwas unternehmen. So gibt es eine wachsende Bestrebung, zum Beispiel die Esskultur erstmal grundsätzlich zu verändern. Es gibt Alternativen zu der Massentierhaltung. Immer mehr Leute schauen drauf, wollen das nicht mehr. Dem wird ganz speiübel, wenn sie es sehen und wir wollen etwas dagegen unternehmen. Es führt zu Fleischverzehr, veganer Ernährung. Es gibt da so viele neue Möglichkeiten, die vor 20 Jahren, wenn ich was essen wollte, da gab es ein Loch in der Mitte, wenn ich kein Fleisch wollte und das war mein vegetarisches Gericht. Es gibt keine Wünsche mehr, kilometerlange Transportwege in Kauf zu nehmen, den Einsatz von Chemie, Gentechnik in der Nahrung zu fordern oder auch überhaupt nur zu tolerieren. Aber was muss geschehen, um eine Ethik des Essens zu etablieren? Wie können wir den Hunger in der Welt beseitigen, der massiv ist, und die gewaltigen Schäden, die damit verbunden sind, an unserer Umwelt, den Umgang mit der Nahrung, den der Umgang mit der Nahrung mit sich bringt? Wie können wir den stoppen oder auch nur anhalten, aufhalten, etwas dagegen unternehmen? Lässt sich für uns Nahrungssouveränität erreichen? Und die Zielfrage, die wir in diesem Fall stellen wollen, wie können wir unsere Nahrungsmittelproduktion und unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen? Schaffen wir das? Neben mir steht Harald Lemke. Hallo. Hallo. Du lehrst an der Leuphana-Universität Lüneburg Kultur, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, Kulturtheorie, Kulturforschung und Künste im Bereich Philosophie einerseits und an der Universität in Salzburg, ganz spannend, Gastrosophie, engagierst dich für den Ausstieg aus eben dieser Massentierhaltung, für Ernährungssouveränität und das Recht auf Städte aus Gärten. Außerdem bist du Autor und Herausgeber mehrerer Bücher, wie zum Beispiel Politik des Essens. Und wir haben gleich noch ein anderes, das wir ansprechen. Aber meine erste Frage ist erstmal, Harald, was macht eigentlich ein Gastrosoph? Und wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Was treibt dich an? Gastrosoph. Das ist jetzt kein Begriff, den ich erfunden habe. Der taucht auf. Erstmals im 19. Jahrhundert, vielleicht für uns gar nicht uninteressant in diesem Kontext. Es ist ein französischer Utopist, Charles Fourier, der mit diesem Begriff kommt und damals eben auch schon mal so eine grundsätzliche Differenzierung vornimmt, die auch für so eine Definition herhält. Also er unterscheidet zwischen Gastronomie und Gastrosophie. Mhm. Und die Gastrosophie ist im Unterschied zur Gastronomie wesentlich größer. Es ist im Grunde genommen der Versuch eines ganzheitlichen Blicks auf das globale Nahrungsgeschehen. Wir sind nicht so gut vorbereitet, sagen die ganzen Zusammenhänge, die mit der Ernährung verbunden sind, sagen zu denken. Ich meine, du hast die ganzen Stichworte schon angesprochen, sowas. Da steckt schon sehr viel geistige Arbeit eigentlich drin. Wir sind eher sagen meistens ziemlich fragmentiert in dem, was uns zum Essen einfällt. Ja, das kann sehr klein sein, unmittelbar sozusagen das, was ich da auf dem Teller liegen habe. Aber bis man dann dieses große Bild hat, ja, sagen, dass man da die landwirtschaftlichen, die handelspolitischen Fragen, sagen Gesundheit, Fast Food, Genderfragen. Also das sind so viele Facetten, die da reinkommen. Und das versucht im Grunde genommen der Begriff der Gastrosophie ein Stück weit sagen, auf den Punkt zu bringen. Einen ganzheitlichen Blick auf die Sache. Im 19. Jahrhundert ist der Begriff dann verloren gegangen, ist nur kurz irgendwie in Deutschland aufgetaucht. Aber der besagte deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach, von dem wir diese Stammtischthese haben, der Mensch ist, was er ist, denkt in dieser Zeit, ist 1850, taucht diese Formel von ihm auf. Er selber redet aber nicht von der Gastrosophie und so. Aber da ist im Grunde genommen
einmal kurzfristig sagen, das Ernährungsthema ziemlich präsent in einer gesellschaftskritischen Reflexion, eben bei Feuerbach, Einleiter zu sagen, des Materialismus, dann kommt Marx. Marx entscheidet sich dann für eine andere Perspektive, nimmt eine andere Kategorie, er nimmt nicht die Ernährung, wie es bei Feuerbach ist, sondern sagen die Arbeit und das Kapital und diese ganzen Geschichten, die wir da so ein bisschen kennen. Ne? Aber dem ging eben sagen die Gastrosophie voraus und ich versuche die jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen stark zu machen. Und wie bist du selbst an dieses Thema gekommen? Das hängt einfach mit der gesellschaftlichen Relevanz des Themas zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine besondere Neigung zum Essen hätte oder irgendwie so, oder ein Gourmet. Also ein Gastrosoph ist kein Gourmet. Nein, es ist einfach so, wir haben ein wirklich großes Problem mit dieser Ernährung. Dass wir ernähren uns sehr, in vielerlei Hinsicht sehr, tja, ja, falsch sage ich jetzt mal, das ist völlig unzureichend. Ne? Also wir ruinieren sagen den Planeten, wir ruinieren unsere Körper, wir produzieren das größte gesellschaftliche Unrecht, wir haben gerade darüber gesprochen. Krieg beginnt unter anderem auch im Supermarkt. Mhm. Ja? Und von daher gesehen, das sind so viele Dinge, dass es eher andersrum so ist, dass man sich fragen muss, wie kann es denn eigentlich sein, dass so viele sich nicht mit der Ernährung gastrosophisch beschäftigen? Ich glaube, das ist gar nicht die Frage, wieso ich da auf so eine komische Idee komme, sondern genau andersrum. Mhm. Warum findet das nicht schon die ganze Zeit statt? Da spricht so viel dafür. Das ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, weil wir eben Tag für Tag, jeder Mensch überall auf der Welt verhält sich sozusagen zu diesen ganzen Zusammenhängen und entscheidet immer, in die Richtung oder in die Richtung geht's. Mhm. Ja? Also es gibt auch keine Neutralität in der Sache. Ja? Also von daher gesehen, also ich mache, glaube ich, nichts falsch, wenn ich mich damit beschäftige. Und die Philosophie noch speziell, glaube ich, spielt eine große Rolle. Ich bin eigentlich eben Philosoph und habe mich vorher auch mit anderen Themen beschäftigt und werde mich auch nach dem Essen mit anderen Themen beschäftigen. Aber es ist eben sagen, so eine große Sache und so. Und die Philosophie ist da so wichtig, glaube ich, weil sie in dem Kopf ansetzt. Und wir reden über das Essen, aber wenn wir über das Essen reden, sollten wir auch über das Denken, wie wir über das Essen reden, sprechen. Ne? Und über den Wandel, der liegt hier zugrunde, das ist ganz zentral. Also wir kommen zu einer anderen anderen Ernährungsverhältnissen über unsere Köpfe und dann aber auch über das Essen. Ne? Aber wir essen mit unseren Köpfen und da setzt die Philosophie an und von daher gesehen gibt es da viel zu tun. Mhm. Insgesamt, was die Frage, was trennt uns von einer besseren Welt? Das ist einfach doch, da ist die Philosophie wichtig, weil sie eben darüber nachdenkt, traditionellerweise. Das utopische Denken ist ein philosophisches, ganz Philosophen haben sich damit beschäftigt. Das hängt eben damit zusammen, dass wir keinen spezifischen Gegenstandsbereich haben. Wir sind nicht fachwissenschaftlich fixiert auf eine bestimmte Materie, sondern wir denken halt über das Ganze oder über gar nichts nach, keine Ahnung. Aber und von daher gesehen, denke ich mal, sind wir da ganz klar gesellschaftlich auch gefordert. Mhm. Du hast ja jetzt schon einige Themen angerissen, schon einen Teil der ersten Runde vorweggenommen. Wir machen das wieder so. Wir haben eine Runde, in der wir uns eher mit den Hauptthemenfeldern und mit den negativen Einflussfaktoren beschäftigen, wollen aber dann zum Schluss in der nächsten Runde darauf uns wieder mit den Lösungsmöglichkeiten beschäftigen. Jetzt nochmal an dich die Frage, welche sind aus deiner Sicht, ob jetzt philosophisch betrachtet oder einfach aus der Praxis der Ernährung, was sind für dich die Themenfelder, die du für am dringlichsten hältst, sodass sie Clara dort an die Wand bringen kann, mit denen man sich eigentlich jetzt auseinandersetzen müsste? Und was sind die Hauptprobleme, die uns eigentlich davon abhalten, in diesen Themenfeldern Lösungen zu erzielen? Das Allerwichtigste meines Erachtens ist es, die gesellschaftliche Relevanz der Ernährung zu kommunizieren, sich davor zu dringen, ja, und dann das auch tatsächlich zu kommunizieren. Wir müssen uns das klar machen, dass Ernährung nicht Privatsache ist, ja, sondern dass wir dort, das ist ein Weltgeschehen, in dem wir teilnehmen. Und das Interessante ist eben daran, wir sind da auch gefordert als ethische Subjekte. Eben, ich sagte es schon, wir verhalten und wir machen immer schon irgendwie mit, wenn wir im Supermarkt billige Produkte kaufen. Oder aber wir machen auch mit in einer Ernährungswende, wenn wir uns zum Beispiel um Stadtgärten kümmern und selber anbauen und bio und vielleicht vegan und so. Also da gibt es sagen sehr viele Möglichkeiten. Und das sich klar zu machen, ist schon ein riesiger Schritt. Mhm. Weil das führt dann auch schon dazu, dass man sagen, die Handlungsoptionen, die da sind, auch eher nutzt, glaube ich. Aber vor allen Dingen geht es sagen, um das Bewusstsein der Größe des Themas. Ja, das zum einen, also die Relevanz, die Größe des Themas. Und wenn man jetzt mal versucht, ganz dicht ranzugehen, es kann ja nicht schlichtweg jeder sagen, ich habe die Relevanz die ganze Zeit im Hinterkopf, sondern der geht in den Supermarkt, denkt vielleicht gar nicht weiter drüber nach. Mhm.
Wie kann man denn so ein Thema überhaupt denn entflechten oder für den Transparenz herstellen? Relevanz ist gut, wenn man Transparenz hat. Mhm. Was wäre denn da ein Themenfeld, um sich überhaupt erstmal denen zu nähern, für die einfach Nahrung eine Sache ist, die zwischen Arbeit und Kindern oder zwischen anderen Verpflichtungen stattfindet? Also mal gerade eben so kurz rein, Supermarkt und das war's. Das geht so ein bisschen so ein Stellvertreterdiskurs über die anderen. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir über uns reden. Ja, ja. Weil wer sind die anderen und so? Das ist jetzt, vielleicht sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, zu sagen, dass das so kompliziert ist. Das sind ja keine komplizierten Sachen. Aber ich finde schon, wir machen uns zum Beispiel auch sehr, sehr leichtwillig auch sagen, über die verschiedenen Funktionsoptionen unseres Handys Gedanken. Ja? Und da kommt ja auch keiner auf die Idee, mein Gott, wie beherrschst du denn so ein kompliziertes Gerät? Das ist ja ein Wahnsinn. Oder ne? Also, wir sind jetzt alle aufgefordert, so eine große, schwierige Technik. Das ist eine, sich klar zu machen, dass es eine große, große Sache ist und sehr komplex und vielschichtig. Das ist ein und gleichzeitig, also ist auch nicht so schwierig alles. Von daher gesehen, diese Umdenkungsforum findet statt. Also wir machen das jetzt hier nicht zum ersten Mal. Also ich bin permanent in solchen Kontexten. Jeder von uns redet über diese gastrosophischen Themen heute, morgen, gestern. Also es findet gerade statt. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wir müssen uns da noch ein Stück weit auch Zeit geben, noch zusätzlich. Das ist auch so ein Punkt, wir sind nicht so gewohnt. Dass wir denken immer so an die Revolution, ist ein Tag, ein großer Tag, und dann ist es nächsten Tag ganz anders oder so. Man kann da sagen, man kann Häuser besetzen, also Regierungsgebäude, man kann auch Verfassungen neu schreiben, aber Ernährungsgewohnheiten, das dauert einfach ein bisschen länger. Ja, und deswegen, das sind diese zwei Sachen. Also, dass man auch sich ein wenig nicht so sehr unter den Zeitstress setzt, dass man das bis morgen alles fertig. Man muss sagen, morgen Veganer sein und morgen irgendwie zu Geld kommen, um alles richtig korrekt einzukaufen. Nein, darum geht es nicht. Es geht immer auch um eine graduale Annäherung. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, sich klar zu machen, dass es diese Handlungsoptionen gibt in diesem Bereich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, danke. Ja. Ja, danke. Du hast ja jetzt schon mehrere Punkte genannt. Wo seht ihr jetzt zum Beispiel an der Stelle die Probleme in der Ernährung oder auch die Risiken dabei? Gentechnisch veränderte Organismen sind das größte Problem. Und ich schließe an den Vorredner an. Es ist nicht nur Monsanto, es ist auch Bayer. Also im deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das geht auch von uns aus. Negativ. Ja, das passt ganz gut zur Vorrednerin. Allein die ganzen wirtschaftlichen Interessen, die einfach vorhanden sind, inklusive Lobbyorganisationen. Also all diejenigen, die ein Interesse am Status quo haben, deren Macht muss man ja irgendwie, ja, man muss mehr umgehen können, um was verändern zu können. Ich glaube, dass eine der größten Fehler der hohe Fleischkonsum ist, der für jeden Einzelnen schädlich ist, für das Klima, den ganzen Planeten schädlich ist. Und gut zur Lösung kommen wir dann ja nachher, da hätte ich auch noch eine Idee. Mhm. Danke. Ich glaube, es ist zwei Punkte. Einmal fehlende Transparenz. Das heißt, wir haben nicht mehr, die meisten Menschen haben nicht mehr genügend Kontakt dazu, wo kommen die Sachen wirklich her, wie werden sie angebaut, wie leben die Tiere. Wir müssen sie nicht selbst töten, um sie zu essen. So, ne? Das ist das eine. Und das andere ist das Thema Bildung. Also das ist einfach an dem Thema Bildung fehlt, was dieses Thema angeht. Bewusstsein schaffen. Für mich ist eins der Hauptprobleme, dass wir für gutes Essen nichts bezahlen wollen. Hier gerade in Deutschland ist es doch auch oft so, dass wir, also so Mittagstisch für 4,80, da frage ich mich irgendwo, wo ist denn, bleibt das, sagen wir, die Gewinnmarge für den Gastronomen? Und selbst halt Sterneköche können halt teilweise auch von dem, was sie sozusagen zubereiten, eigentlich gar nicht richtig leben. Das heißt, Sterneköche, also das fand ich, habe ich letztens erst gelesen, ganz erhellend, dass die sich oft nur halten können, wenn sie sozusagen ein gut funktionierendes Hotel nebenbei haben und sowas, und auch darüber die Küche subventionieren können. Das ist in anderen Staaten vielleicht ganz anders, da mag man vielleicht in Frankreich mehr für hochwertige Lebensmittel auch ausgeben. Ich finde, ein Problem, was wir haben, ist, dass ich glaube, dass Menschen eigentlich ein gutes Gefühl dafür haben, was der Körper braucht, oder dass im Prinzip der Organismus so ausgerichtet ist, dass er weiß, was er braucht. Aber dadurch, dass wir uns ganz viel eben nach Regeln ernähren oder nach dem, wie andere Leute sich ernähren, dieses Gefühl dazu verloren haben, was unserem Körper eigentlich gut tut. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, irgendwie daran zu arbeiten,
diese Verbindung wiederherzustellen, dass der Körper wieder weiß, was ihm gut tut. Ja, noch zwei Punkte. Das eine ist, dass zu viel weggeworfen wird. Also es geht einfach viel zu viel Essen verloren, angefangen von den Feldern über die verarbeitende Industrie, über die Supermärkte bis zum Verbraucher. Das ist der erste Punkt. Und das andere ist, dass es im Endeffekt verkehrt ist. Irgendwas ist im System verkehrt, dass schlechte Nahrungsmittel teurer sind als gute Nahrungsmittel. Also da müsste irgendwas gedreht werden. Also Bio und das, was gut ist, müsste viel billiger sein als das, was schlecht für uns ist, schlecht für die Natur ist, schlecht für die Tiere ist, schlecht für unseren Planeten ist. Okay, ihr habt ja jetzt eure Probleme genannt, die ihr aktuell so seht. Harald, du hast deine Probleme genannt und du darfst jetzt damit anfangen, die Kurve zu kriegen. Wie meinst du, können wir diese Probleme lösen? Wer, ich? Ja, genau, jetzt geht's. Du! Jetzt, du bist unser Gast. Jetzt geht es um die Frage, wir suchen jetzt eben Lösungen zu finden für all diese Probleme. Vielleicht ist noch, ich weiß nicht, ob es da dran steht, das Thema Massentierhaltung. Wir hatten es vorhin ganz am Anfang in der Einleitung auch noch eines der Themenfelder mit einer großen Brisanz. Und jetzt an dich als erstes die Frage, wo können wir denn da Lösungen vielleicht zu diesen Themenfeldern finden? Was favorisierst du und was hältst du für wahrscheinlich? Ja, also zunächst einmal denke ich, diese Ernährungsthematik hilft, ein Primat zu sagen, der Praxis oder der Einzelnen vor Politik und Wirtschaft zu denken. Weil oft ist es so, wir denken immer, Veränderung muss von denen da oben oder von anderen ausgehen, den Politikern oder den Wirtschaften, den Mächtigen, vermeintlich Mächtigen. Und das kann man sich hier klammern. Diese Punkte, die auch teilweise schon angesprochen wurden, eine Sache ganz konkret. Natürlich, wenn wir weniger Fleisch essen, ja, statt das Billigzeug auf dem Supermarkt, wir wissen alle, das ist irgendwie nicht gut, für viele nicht gut. Ja, nicht nur für uns nicht gut, sondern für den Planeten, für die Tiere und so weiter. Also Billigprodukte in jeder Form. Wir haben immer mehr die Option, andere Produkte zu kaufen. Greift zu, macht's. So, dann war das Stichwort, ja, aber 4,80, ne? Also die Frage, wir haben aber nicht das Geld. Das stimmt, da gibt es Probleme, sagen, man braucht gewisses Geld, um die ethischen Handlungsoptionen zu sagen, wahrzunehmen im Supermarkt. Aber wir haben noch nie so wenig Geld im Vergleich zu sagen, ausgegeben für Lebensmittel wie jetzt. So, es sind auch Prioritäten einfach schlichtweg. Das Auto ist den meisten viel wichtiger, Einrichtungen und so weiter. Das ist so. Und dann immer zu sagen, ja, aber der Arme oder die Arme, irgendwie Hartz-IV-Empfänger, die können da gar nicht. Nein, die können dann nicht, genau. Aber wir, viele können sehr wohl dies bisher noch nicht tun. Sich beteiligen an der Relokalisierung der Nahrungsproduktion vor Ort, Stichwort urbanes Gärtnern. Mitmachen, neu anfangen. Das sind Schritte. Wir brauchen Nahrungsproduktion an jeder Ecke der Welt, sozusagen an jeder Stadt, überall. Das ist, sagen, können wir jetzt nicht vertiefen, aber da gibt es sehr gute Gründe, dass das alternativlos ist, wenn wir einen Planeten wollen, der eine Zukunft hat und so aufgebaut ist, dass alle gut essen. Wenn wir das wollen, wenn wir eine bessere Welt in dem Sinne wollen, dann kann man solche Sachen machen. Mehr selber kochen, sich Zeit nehmen, zusammen mit anderen genießen. Ja? Also der Handlungsbereich sagen, der Ernährung ist dafür prädestiniert, sehr konkret zu werden, sagen, was es heißt, sagen, Utopie in die Welt zu bringen. Ja? Und loslegen. So, das kommt noch dazu. Wir können sofort damit beginnen und eben nur nicht gleich auf 100% und so. Das finde ich Quatsch. Langsam, jeder braucht seine Zeit, also take it easy, kein Rigorismus, wir sind jetzt aus der kantischen Tradition, so wie denken wir über Moral nach, kategorischer Imperativ, du sollst, ja, und so, das bringt es nicht, das ist so, sind wir nicht aufgebaut, und insgesamt, das kommt noch dazu, wir müssen tendenziell, würde ich sogar behaupten, neue noch Zeit, tendenziell irgendwie uns auch über die Grenzen des Ethischen klar werden, ja. Wir reden immer über das Bessere. Ja, vielleicht ist das Bessere auch nur eine Option, die viele gar nicht interessiert. Also einmal sowieso, weil sie verdienen und nicht am Besseren, sondern am Schlechteren zum Beispiel oder am Billigeren. Sowas. Also diese Wirtschaftsgeschichte ist da drin. Und auch, wir haben was mit dem Krieg. Der Mensch ist relativ kompliziert. Der ist nicht nur sagen, dafür, dass er irgendwie das Ethische umsetzt oder sowas. Ja? Der hat auch einen guten Willen. Und der will das vielleicht auch, der oder die, keine Ahnung. Ne? Aber der will auch anderes. Ne? Und der ist nicht so schnell mal dabei, bei einem Konflikt zu sagen, irgendwie nicht laut zu werden oder irgendwie physisch zu werden. Und sowas. Also wir sind leider so tendenzethische Wesen. Das muss man leider sehen, also, weil das ist auch in der utopischen Tradition immer so gewesen, juhu, das wird alles ganz toll hier, ja.
wünscht man sich, aber... Ja, es ist auf jeden Fall Arbeit, aber was immer gut ist, wenn man Vorbilder hat, die zeigen, dass es geht, die die Wege ebnen, das ist notwendig und die einem auch Inspiration geben in den Mitteln und Möglichkeiten, in den Methoden, die es gibt. Dass man sehen kann, ah, hier sind noch Wege und hier kann ich vielleicht etwas nachahmen und erstmal ganz, in ganz kleinen Schritten tatsächlich für mich jetzt überhaupt erstmal eine graduelle Wegänderung vornehmen. Es sind keine kleinen Schritte, vielleicht muss man das auch so buddhistischer formulieren. Ja. Du tust in dem und alles, was du tun kannst. Ja. Ja? Das ist die reine Tat. Mhm. Also wenn ich sage, weniger Fleisch esse, dann ist das nicht ein kleiner Schritt oder sowas. Das ist alles, das ist die ganze Welt in dem das Moment. Das ist ein großer Schritt. Ja. Und also dann muss man sagen, das ist nicht so groß und so. Also nein, das ist sehr spezifisch, sehr genau alles, was getan werden muss, damit es am Ende sozusagen anders in die Richtung weiter, in alle Weltrichtungen sozusagen sich ausdehnt, sozusagen dieser Funken. Mhm. Ja? So muss man halt eben auch sagen, über gesellschaftliche Veränderungen nachdenken. So. Ja, danke. Und ja, Jonas, noch? Ich kann jetzt hier wieder einsteigen. Ich hatte damit gerechnet, dass du noch mehr sagst. Deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Aber ich glaube, ihr seid auch wieder dran. Also da hinten gehen schon die Finger hoch. Da weiß niemand, was jetzt kommt. Was denkt ihr, was kann jeder Einzelne tun oder was können wir alle tun? Die Superseite Mundraub.org kann ich nur empfehlen. Da kann man kleine Marken, Landmarks setzen, wo es allmendemäßig noch Obstbäume in der Stadt gibt und so weiter. Ich habe zum Beispiel gerade 3 Kilo Haselnüsse gesammelt. Wunderbar groß, Haselnussernte, super dieses Jahr. Und es ist genau wie du sagst, ich wollte erst niemanden davon erzählen, von diesem, damit ich im nächsten Jahr meine Ernte habe. Und habe diesen Prozess sehr bewusst gemacht. Ich gebe diese Nüsse jetzt auf Mundraub allen anderen auch zur Verfügung. Und über dieses Stöckchen muss ich erstmal springen. Ich bin bereit, diese Haselnüsse mit anderen zu teilen. Bravo! Dankeschön für dieses sehr greifbare Beispiel. Hier vorne noch. Ja, du sprachst vorhin das Denken an. Ich glaube, was hier ganz wichtig ist, auch das Gefühl und die Herzen der Menschen zu erreichen. Also so ein bisschen über die negative Schiene ist vielleicht das Beispiel, dass man hört, wenn irgendwie Kinder mit der Schule in eine Schlachterei gehen, dann sind die hinterher alle Vegetarier und so. Mhm. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch noch Sachen, wo man die Menschen positiv im Herzen erreicht, um sie in die Richtung zu stoßen, was die Ernährung angeht, wie wir uns das hier im Raum vielleicht vorstellen. Mhm. Ja, so. Danke. Stimmt. Ja, das ganz Wichtige ist auch, sich außerhalb der Medien, sag ich mal, über Nahrungsmittel und was drumherum ist, zu informieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, in dem Brot, da sind ganz viele Chemikalien drin, das dann auch an Freunde, Bekannte, Verwandte einfach weiter zu erzählen. Und die nehmen sich dann ihren Teil da raus und überlegen dann natürlich auch ein kleines Stückchen weiter und denken auch, ja, vielleicht sollte ich dann doch mal vielleicht Vollkornbrot kaufen oder nicht immer dieses Weißbrot, was eigentlich gar nicht gut ist. Mhm. Ach ja, mein Gedanke hing beim Kochen und auch der Aussage, Hartz IV oder sonst wie Menschen mit wenig Geld können da nicht zu beitragen. Ich war gestern auf dem Wochenmarkt und habe über den Wochenmarktstand gelernt, dass man selbst die Blätter der roten Beete wunderbar essen kann. Und dann liegt da ein Bund rote Beete mit Knollen und Blättern für 1,50. Und man hat für 1,50 zwei verschiedene Gerichte. Also, dass man mit wenig Geld nichts machen kann, prallt an mir nur noch ab. Probieren und Lust am Kochen zu entwickeln, ganz wichtig. Also ich finde es ganz wichtig, eben, dass man es vorlebt. Weil, also ich versuche mich selber auch vegan zu ernähren und dass man dann nicht, dass man halt auch sagen kann, ja, Pommes und Ketchup, das ist auch vegan, ich kann auch mit euch mal weggehen oder so, sondern nicht, dass man dann, oh, ich brauche jetzt da meine gekeimten, was weiß ich was, Sprossen mit Etipetete hinten, vorne, oben, unten und dieses ganze abstrakte Zeug, sondern dass man einfach zeigt, man kann sich leicht ändern, dass es nicht immer dieses Unbequeme ist, sondern dass es auch einfach geht und dass es auch Spaß machen kann. Ich möchte anknüpfen an dem, was Susanne sagte, bezüglich der Rote Beete. Genau, das habe ich nämlich gestern auch gehört. Ich war im Permakulturgarten hier in Hamburg, übrigens auch ein tolles Projekt, auch gerade was das Thema Ernährung angeht und in Kreisläufen denken. Ich selbst, es ist auch vielleicht eine schöne Anregung, also ich bin eine begeisterte Mitmacherin bei der solidarischen Landwirtschaft, habe also einen Ernteanteil, wo es irgendwie klasse ist, weil regional, saisonal, Bio, also das ist irgendwie
und solidarisch, also das Vertrauensprinzip ist ein ganz, ganz tolles Projekt, welches es nicht nur in Hamburg gibt. Genau, das ist im Moment. Achso, und es gibt ein Buch, Bio trotz Hartz IV oder so, oder Bio mit Hartz IV. Das ist ein Buch, was eine Frau geschrieben hat, die, ein Jahr, ein Monat, die versucht, die quasi mit dem Hartz IV-Satz, der für Ernährung vorgesehen ist, versucht hat, sich zu ernähren, biomäßig zu ernähren, und sie hat es fast geschafft. Das heißt, das ist irgendwie auch eine Frage der Prioritäten. Es muss dann eben vielleicht nicht McDonald's sein. Man kann auch mit Kartoffeln und Möhren, was nicht so viel kostet, auch in Bioqualität nicht so viel kostet, kann man auch schon was anfangen. Ich habe noch mal was bisschen eine politischere Lösung. Also natürlich ist es mal wichtig, dass man selber was macht und sich informiert, aber das gibt es in Amerika oder das ist in den USA angedacht. Das ist so eine Art extra Essenssteuer auf ungesunde Lebensmittel. Also in San Francisco gibt es das. Wenn du in Restaurants gehst oder auch Fastfood isst, dann kostet das nochmal 5% mehr. Das ist eine extra Steuer und die wird dann wieder in das Gesundheitssystem investiert. Also dass man wirklich sagt, auch mit den Preisen, dass man sagt, man macht eine extra Steuer für ungesunde Lebensmittel. Dadurch werden die einerseits teurer, sodass man sich vielleicht wirklich mal für das Gesunde entscheidet. Und andererseits kann man das extra Geld, was man damit einnimmt, wieder in Projekte investieren, die hilfreich sind. Ich möchte noch einen anderen Ansatz ins Spiel bringen, der vielleicht ein bisschen umstritten ist. Also ich glaube, mit urbanen Gärten alleine wird man die Städte nicht zu Selbstversorgern machen können. Also ich persönlich bin ein großer Anhänger von Aquaponics-Systemen, also so Fischzucht und Hydrokulturen zu kombinieren. Also da haben sie in London zum Beispiel so Boxen gebaut aus alten Containern mit einem Treibhaus oben drauf und das reichte schon aus, um eine Familie von 3 Personen zu ernähren. Und sowas würde ich hier in Hamburg auch gerne mal aufziehen, vielleicht nur Lust haben. Ja. Okay, es wurden ja jetzt hier wieder mehrere Ideen genannt. Jetzt können wir Harald nochmal bitten, würdest du vielleicht nochmal ein Gesamtfazit ziehen und vielleicht nochmal einen Appell an die Leute rausgeben, die vielleicht noch gar nicht wissen, wie sie den richtigen Weg gehen können? Oh, naja, also ich habe das jetzt so in diesem Kontext auch ein bisschen so erwartet, wie es gekommen ist. Also viele sind hier schon informiert. Ich bewege mich in Kontexten, wo das nicht so ist. Also von da gesehen, macht weiter so. Also, und redet darüber. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, und vielleicht nur ein kleiner Punkt. Eben, wir haben jetzt sagen über das geredet, was wir tun können. Wir sollen das, wir müssen das tun, aber auch deshalb, damit sagen sich die Politik bewegt und auch in der Wirtschaft sich was bewegt. Das ist wichtig. Natürlich muss auch von da was kommen. Also eine Ethik des Essens ist jetzt nicht nur sagen das, was wir hier so, sondern es ist die Bewegung von unten, die Veränderung sagen oben sagen forciert sozusagen. Also das finde ich noch recht wichtig. So. Okay, danke. Ja, um jetzt. Ja. Ach so, und das, ja. kauf mein neues Buch. Nein, ja. nein, das bringe ich jetzt nur an, weil es wirklich nächste Woche ganz frisch rauskommt. Und das hat man ja nicht sonst. Nächste Woche ist es schon raus, aber hier über das Essen, das ist auch nicht, keine Wissenschaft. Das habe ich mir jetzt geholt. Das ist schon etwas wissenschaftlicher. Ja. Ist aber auf jeden Fall auch lesenswert. Ja. Also Harald ist sehr umtriebig und produziert viele gute, interessante Schriftenbücher. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Ja, ein Fazit ist natürlich auch in diesem Bereich wie in den anderen Bereichen nicht ganz leicht, wie du es eben schon gesagt hast. Es ist jetzt auf der einen Seite eigentlich so einfach loslegen, machen, drüber sprechen, andere mitreißen und denen zeigen, dass es funktioniert. Darüber hinaus eben auch noch genauso wichtig, dann vielleicht politischen Druck aufzubauen durch sein Verhalten und durch konstatiertes Verhalten, damit sich eben auch von der Seite etwas ändert im politischen Verständnis, aber eben auch gerade in den Zyklen der Produktion, der Nahrungsgewinnung, dass dort auch ankommt, dass etwas anders gemacht werden muss und dass die Menschen mit dem, wie es im Moment läuft, eigentlich nicht zufrieden sind. Und je mehr das sind, je mehr unzufrieden sind, desto mehr entsteht auch eine Schubkraft, um etwas zu ändern. Und vielleicht möchtest du noch mal die Themen zusammenfassen. Ja, ich hatte vor, noch mal kurz ein bisschen durch Claras Grafiken hier zu gehen und euch auch noch nach der Meinung zu bestimmten Sachen zu fragen. Also wir können ja hier gleich mal einsteigen. Es gibt die Idee, extra Steuern für ungesundes Essen zu erheben. Mit Grün, ja, finde ich gut. Mit Rot, finde ich nicht gut. Halte ich für schwachsinnig. Ja, interessant. Also gefühlt würde ich sagen jetzt 80-20. Ja, so mindestens, ja. Mit Grün. Dann gibt es hier
jetzt eine Einschätzung, inwieweit ihr das als Gefahr seht. Es geht hier um gentechnisch modifizierte Lebensmittel. Genau, wie weit seht ihr das als Gefahr? Gentechnik in Lebensmitteln? Gefahr heißt, also rot ist gefährlich, grünes können wir so hinnehmen und ist nicht so wild. Ja, kannst du auch beides hochnehmen. Ja, würde ich sagen 90, nee, vielleicht sogar noch mehr. Es sind kaum grüne Karten zu sehen. Ganz aktuell, ne? Das TTIP, ich weiß nicht, das Freihandelsabkommen ist auch überlebt. Massiv, ja. Jetzt nochmal eine Frage, wo jeder bei sich anfangen kann. Inwieweit sollten wir unseren Fleischkonsum regulieren? Also begrenzen? Ja, fast Selbstgänger, ne? Komplett grün. Okay, das ist doch dann insgesamt eher positiv eingeschätzt. Okay, ich wäre durch. Ja, also mal grundsätzlich die Frage vielleicht noch, weil wir hatten ja eine Zielfrage am Anfang, die ich etwas anders formuliere. Seid ihr der Meinung, dass wir die Nahrungsproblematik überhaupt in den Griff bekommen oder wenn nur eben halt auf einer kleinen Ebene oder insgesamt? Vielleicht da nochmal die Karte. Scheint ja doch ein Thema zu sein, das viele interessiert. Kriegen wir das in den Griff grundsätzlich? Das würde mich interessieren. Ja, es sieht doch sehr positiv aus. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Doch, ist auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich dafür, dass du hier warst. Gerne. Vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt. Und eine kleine Pause und dann geht es gleich mit dem nächsten Talk weiter. Bis dann. Vielen Dank.